Es waren gerade einmal ein paar Sätze, die Karl Niehammer auf dem kurzen Fußweg aus dem Parlament über dessen Vorplatz ins Verhandlungslokal im Palais Epstein zu den wartenden Journalisten sagte. Aber die jüngsten sechseinhalb Wochen seit der Nationalratswahl waren derart arm an offiziellen politischen Festlegungen, dass Niehammer im Vorbeigehen Ansagen von selten großer Tragweite tätigte. Und Niehammer erklärte, dass er bereits eine sehr klare Vorstellung davon habe, wie eine künftige Regierung aussehen soll. Man sei nun auf dem Weg zu finalen Gesprächen eh in der Zweierkonstellation mit der SPÖ leicht verspätet übrigens, weil Nehammer noch in Vertretung des Bundespräsidenten eine Datenschutzkommission anzugeloben hatte. Bereits am Mittwoch, sagte Nehammer Dienstagmittag, sollte eine dritte Partei bei den türkisroten Sondierungen am Tisch Platz nehmen. Da war also schon die erste Festlegung. Der Kanzler ist nicht der Ansicht, dass man mit der hauchdünnen Mehrheit im Nationalrat eine türkisrote Regierung wagen sollte. Von den NIOS als Partner sprach der ÖVP-Chef am Dienstagvormittag noch nicht, obwohl zu diesem Zeitpunkt längst weitgehend klar war, dass es auf diese ohnehin seit Monaten erwartete Regierungskonstellation hinauslaufen würde. Nur so viel. Das Gespräch mit SPÖ-Chef Andreas Babler und neos chefin Beate Mein Reisinger am Montag sei sehr gute verlaufen. So Nehammer. Auch Mein Reisinger sprach zuvor von einer guten und konstruktiven E-Unterredung. Letzte Zweifel am Gang Richtung Türkisrot pinknierten Dienstagmittag einfalls noch die roten Verhandler um Babler, die auf dem Weg zur entscheidenden Sitzung zur Frage nach einer dritten Partei in den Regierungsverhandlungen demonstrativ schwiegen. Große Unterschiede. Allein, passt das überhaupt zusammen? Erst im Vorjahr formulierte eine mit Babler nach links gerückte SPR Vermögensteuern und eine Arbeitszeitverkürzung als Koalitionsbedingungen. Für FVP und NIOS kommt beides nicht in Frage. Türkis und Pink wollen in des Lohnnebenkosten und Unternehmenssteuern senken, während die SPR Firmensteuern erhöhen will. Dazu kommen pinke Ansinnen von Pensions bis zur Bildungsreform, die mit FVP und SPR gelinde gesagt nicht einfach werden. Die FVP sah in Babler noch vor wenigen Monaten einen Ömarxisten. <laughs> Babler bezeichnete die türkise Spitze als radikalisiert. Und auch die Neos standen Babler auch aufgrund EU-skeptischer Aussagen äußerst kritisch gegenüber. Die drei Parteien jedoch sind zur Ansicht gelangt, dass eine solche Koalition sehr wohl funktionieren kann. Am frühen Abend wurden nämlich letzte Zweifel beseitigt, wie die nächste Regierung aussehen soll. Niehammer und Babler traten gemeinsam vor die Medien, um über ihre Entscheidungen zu informieren. Als er den Auftrag des Bundespräsidenten angenommen habe, habe er versprochen, mit großer Ernsthaftigkeit ein möglichst breites Bündnis der politischen Mitte zu schmieden, äh, sagte Nehammer. Und genau das wolle er nun tun. Wir hatten ein sehr ausführliches Gespräch mit Beate Meinl-Reisinger. Basierend auf diesem Gespräch haben wir entschieden, die Sondierungsgespräche ab morgen mit den Neos zu führen, i. Und damit ist auch klar, dass die Grünen keine Option mehr sind, so Nehammer in Richtung noch Koalitionspartner. Steiniger Weg! Seit zwei Wochen führen wir intensive Sondierungsgespräche mit der SPRG, sagte Bundeskanzler Nehammer. Ich habe immer betont, dass das kein leichter und mitunter auch ein steiniger Weg sein würde für beide Parteien. Jedoch man dürfe, wie er einmal mir erklärte, nicht weiter wie bisher ihr Politik betreiben, man müsse das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Funktionieren solle das mit einem Programm, das konkrete Lösungen für die Herausforderungen der Menschen anbietet. Ins Detail ging der ÖVP-Chef nicht, er zählte er Überschriften auf. Man werde arbeiten an einer Standortpolitik, die Wachstum und Wohlstand sichert, A, an einer restriktiven Migrationspolitik, die Menschen nicht überfordert und geordneten Zuzug in den Arbeitsmarkt ermöglicht, sowie an einer Bildungs- und Gesundheitsreform. Diese Herausforderungen können nur durch ein breites und stabiles Bündnis bewältigt werden. Ein Bündnis, das die Mehrheit der Menschen in unserem Land repräsentiert. Etwas sei sagte er in Richtung Freiheitliche, in der Agitation er manch anderer zuletzt etwas untergegangen. Auch SPÖ-Chef Babler erklärte, wir werden die NEOS zu ersten Sondierungsgesprächen einladen, dies wäre zwar aufgrund der türkisroten Mehrheit im Nationalrat nicht notwendig, aber es stehen große Herausforderungen an. Wie es nun weitergeht? Laut Nehammer treffen am Mittwoch die Verhandlungstürms von ÖVP, SPR und NEOS zu Sondierungen aufeinander. Dabei werde man den organisatorischen Rahmen für mögliche Verhandlungen festlegen. Wann diese beginnen, sei aber noch offen.